Tada! Ein Turm. Ja, hi. So, hi. Ja, ich habe mal beschlossen, wieder ein neues Video zu machen. Ich bin momentan in Aschaffenburg. Okay, mit Steffen. Jo. Oh, voll mies. Voll rangezoomt. Fail. Nee, doch nicht. Ja, okay. Das Video könnte ein bisschen failen. Wie der ganze Tag schon? Ja, vor allen Dingen die Autofahrt. Ja. Erstmal voll an der Autobahnabfahrt, Auffahrt, schon an der Auffahrt vorbeigefahren. Und dann, was war noch? Irgendwas war noch. Dann... Was war noch? War noch irgendwas Komisches. Jetzt muss ich gerade auch überlegen. Ach, scheiße. Was war noch? Ach, dein Blinker. Ach so. Ja. Eine ganze gerade Strecke mit Blinker gefahren und so, ne? Ja, so cool. Ja, ich habe mir Henna-Tönung geholt, ja, für die Haare. Intensiv rot. Pure Natur, pur. Soll aber für... Warte, Moment, kann man das lesen? Kann man nicht lesen? Nee, kann man nicht lesen. Aber hier so, das ist die Farbe und so. Also, so soll es nicht werden, aber ich hoffe es. Nein, ich hoffe es nicht. es soll für meine Haarfarbe ungefähr rotbraun, rötlichbraun werden, so in der Art, wie ich es ja so schon hatte und so. Ja, Hatte, ja, weil jetzt das Blond wieder durchkommt, was ich mal gefärbt hatte zum Ausprobieren. Ja. Momentan sitzen wir in irgendeinem Park. City Park. Ja, genau, im City Park, sag's nochmal. Im City Park. Genau, im City Park. Das ist ungefähr bei der City Galerie und bei der Mitte von der Stadt irgendwo, ne? Ja. Ich habe mir mal rein aus Interesse mal einmal Black Devils gekauft, ne? Tom schwört ja auf die Dinger. Mal gucken. Riechen gut, schmecken scheiße. Das ist, hat er gesagt, ne? Das hat er gesagt. Ah ja, wenn schon, denn schon, ne? Ja. Jo. Und sonst, man kann wieder auf meine Amps Trinkspiele spielen. Ja. Ich glaube, das war's dann heute an genug Dämlichkeit. Tschüss. Hey Leute, und nochmal aus Aschaffenburg. Ja, am selben Tag, das Video eben war ja total der Fail. Ja. Soll ich das immer filmen? Nein, du brauchst das jetzt nicht filmen. Nochmal ein vernünftigeres Video, was man ja bei dem Vlog nicht erwarten kann, aber naja. Ich habe mal so überlegt, ich könnte ja mal meine Handtasche auseinandernehmen. So, ja, was hat Anna so dabei? Kettensäge. Also erstmal meine Handtasche, ne? Meine geliebte Handtasche. Sie ist einfach kariert und rot und schwarz und meine Lieblingsfarben und so. Ein Nightmare Before Christmas Anhänger. Habe ich mir in Berlin gekauft, auf Klassenfahrt. Letztes Jahr, Abschlussfahrt und so. Dann EMP. Button, noch einer, den habe ich von Anna geschenkt bekommen, meine allerliebste Anna. Den hier habe ich mit Anna zusammen in Frankfurt gekauft. Ja. Lach nicht! Ich gehe gerade raus auf Hilfe. Zieh deine Schuhe an! Ja, wie das ist auch aus Frankfurt. Frankfurt Universe und so, ne? Lieblingsverein, das ist so ein Cheerleader-Anhänger, ist auch cool. Ja, dann noch diverse Klammern und Bierdosen-Dinger, halt, weiß nicht, wie die heißen. So, machen wir das ganze Ding mal auf. Und was kommt uns entgegen? Haarfarbe. Wie schon eben erwähnt, aber jetzt muss ich echt nochmal zeigen, wie die aussieht, das ist saugeil. Es ist ein Pulver, ein Pulver, ein Pulver. Pulver. Und ich mache gerade Schleichwerbung, aber es ist irgendwie cool. Ja, mehr ist da in der Packung nicht drin. Doch, da sind noch irgendwo Handschuhe. Ja, Teil Nummer 1. So. Als zweites ein Manga. Ich mach mal Tag, Manga? Ich.
Rosaria. Rosario und Vampire von Tokyo Pop, auch wieder Werbung. Mhm. Es ist der erste Teil, weil bisher wollte ich den noch nicht lesen. Also die sind von meinem Bruder und mein Bruder hat heute Morgen eine neue Lieferung bekommen und da waren die Teile 2 bis 5 drin. Und dann habe ich gesagt, jetzt kann ich es anfangen zu lesen. So, als nächstes haben wir hier eine Flasche Wasser. Wir wollen jetzt mal die Marke etwas verdecken. Ne? Eine Flasche Wasser halt. Ne? Du machst aber oben drauf. Ja, ich weiß. Es fällt halt. Ja, was zu trinken ist immer wichtig. Ne? Ja, dann haben wir hier noch Taschentücher. Zigaretten. Döner. Schuhe. Ja, Ersatzschuhe und so, weil ich habe nämlich momentan meine Lieblings-High Heels an. Ja, Schuhe. Ja, da sieht man noch Müll von irgendwas, Taschentücher. Meine Lieblingsbonbons, die habe ich eigentlich immer dabei. Die habe ich mir in München gekauft, ne? Bei, sag ich jetzt nicht. Bei wem? Schleichwerbung und so. Ja, mein cooles Portemonnaie, das ich seit der 5. Klasse habe. Kaufmannscreme. Wichtig, wichtig, wichtig. Was habe ich denn noch? Ein Bandana. Ein Bandana. Ich liebe Bandanas. Ich habe ganz viele. Ja, Müll. Müll, ganz viel Müll. Kopfhörer. Eine Sonnenbrille. Ich liebe sie. Ich kann sie aber nicht so oft tragen wegen meiner Brille. Mein Schlüssel mit Fahrradschlüssel und das kann ich eigentlich mal wegmachen, aber irgendwie gehört es zu dem Schlüssel dazu, ich weiß nicht. Das ist da seit der 5., 6. Klasse dran und ja, das ist eigentlich von meiner alten Schule fürs Essen gewesen. Ja. Was haben wir noch? Wichtig zum Nachschminken, irgendwann mal vielleicht. Ja, meine Fingernägel sehen echt geil aus heute. Jo. Smoky Eye Set. Mein absoluter Lieblingskajal. War auch so teuer. Lippenstift. Lippenstift? Ratet welche Farbe? Ratet welche Farbe? Rot. Lach nicht! Ja, Parfüm von Rami habe ich das mal bekommen, ja, letztes Jahr zu Weihnachten, glaube ich. Rami ist eine meiner besten Freundinnen und sie ist gerade in Dubai, voll unfair. Hier so voll wettermäßig, naja. Kaugummis, Zopfgummi habe ich eigentlich viele, so, da ist noch eins. In meiner Hose, Wimperntusche und wieder Müll. Jetzt ist sie so ziemlich leer. Ah, oh. Habe ich vergessen auszuräumen. Von meiner Arbeit, das hatte unsere Schaufensterpuppe, habe ich das geliehen. Ja, meine Extensions. Ja, es sind Haare. Voll eklig irgendwie. Aber irgendwie voll lustig. Naja, okay. Dann räume ich jetzt mal meine Tasche wieder ein und sage tschüss und ja, vielleicht sehen wir uns demnächst wieder. Und gestern hat Anka gesagt, sie macht auch wieder ein Video. Ist ja lange her, dass sie eins gemacht hat. Ja. Mal sehen, was sie so zu erzählen hat. Tschüss. So, okay, also wir verlassen jetzt unseren schönen, ruhigen Platz hier, wo wirklich keine Menschen sind. Oh doch, da sind Menschen. Da sind Menschen. Da sind Menschen. Da sind Menschen. Okay. Und gehen jetzt was essen. Was essen wir? Wir essen Döner. Es ist Dienstag, es ist Dönertag. Also ich sag mal tschüss, da kommen nämlich wieder Menschen. Tüdelü.